Mein Name ist Tobias Hilger, ich bin 28 Jahre alt und arbeite seit knapp 4 Jahren jetzt beim Kanal 21. Ich bin dort beschäftigt als freier Mitarbeiter. Ich gebe die Kamera- und die Schnitteinführungskurse und arbeite im medienpädagogischen Bereich, das heißt Trickboxarbeiten und ähnliche Sachen. Mit Monk, der Band, bin ich zusammengekommen, wie gerade angesprochen, durch eine dieser Kamera- und Schnitteinführungen. Zwei Mitstreiter dieser Band haben halt einen Kamerakurs bei mir gelegt. Ich habe dort mit denen einen netten Kurzfilm gedreht, was man halt so in dieser Kameraeinführung macht, und ungefähr ein halbes Jahr später bin ich dann angerufen worden und befragt worden, ob ich nicht Interesse hätte, deren aktuelle Single mit denen zusammen in einem Musikvideo umzusetzen. Die Vorbereitungszeit waren knapp halt ein Monat. Wir haben uns 3-4 Mal getroffen und die Story, die ja schon recht umfangreich ist, besprochen. Die Merkmale, die wir da hatten, waren halt, welche Kostüme und welche Sets können wir uns leisten oder was können wir wie umsetzen. Wir sind dann halt auf den Entschluss gekommen, halt drei Geschichten zu erzählen, die in dem Musikvideo so Absolute Truth halt die Wahrheit oder die Nichtwahrheit zeigen und halt diesen ganz normalen Bandpart, da die Band ja auch so vor der Kamera stehen möchte. Besonders gefallen hat mir während der Dreharbeiten, na, es war eigentlich eher etwas unkompliziert. Oder eher gesagt, genau kompliziert. Wir hatten keine Crew, das heißt, ich habe fast alleine mit etwas Unterstützung von Hannes Lichte, an einem Tag war er dabei, dieses Musikvideo gedreht. Produktion hat halt aus der Band der Martin mir geholfen. Der hat halt auch in dem Bereich Storyboard jetzt nicht, aber Ablaufplan der. Oder er hat den ganzen Kontakt zu der Band hergestellt und mit denen die Vereinbarungen und Termine abgesprochen, was leider nicht immer ganz so gut geklappt hat, aber im Endeffekt haben wir nach 4,5 Drehtagen ein fertiges Musikvideo hingestellt. Was mir jetzt halt gefallen hat, waren die Aufgaben draußen Dreh und dann insbesondere in Verbindung mit den Autofahrten. Das heißt, Kamera montieren am Fahrzeug außen, innen, mit ziemlich vielen verschiedenen Einstellungen zu drehen, zu gucken, dass man mit recht sicher, auf sichere Art und Weise interessante, spannende Bilder auffassen kann und ja, nicht zu eindeutig, nicht zu langweilig zu wirken. Das heißt, immer wieder gucken, kann ich diese Einstellung so machen? Ist das mit der Kamera überhaupt sicher? Da habe ich mir halt auch selbst so ein bisschen so das Noch System irgendwas? ausgegrübelt und Gott sei Dank hat auch da alles geklappt, obwohl ich dem jetzt. Ich habe jetzt nicht geglaubt, dass irgendwas Schlimmes passieren kann, aber man weiß ja nie. Diese Aufnahmen draußen waren halt in einer Jahreszeit, wo es einfach auch schon etwas kalt war. Das heißt, der Tag insgesamt war nicht ganz so prickelnd, da auch leider das Catering vergessen wurde. Nicht von meiner Seite, aber das war eigentlich so eine ganz interessante Sache, halt diese Laufszenen. Ich habe halt bei dem Film auch das Make-up mit übernommen, das heißt FX-Bereich. Dort arbeite ich auch bei einigen anderen Filmen. Und da haben wir halt auf die Schnelle so ein paar Schnitt- und Platzwunden fabriziert. Das ist eigentlich eine recht schöne Sache gewesen, die auch eine sehr große Wirkung hatte, was halt dieser ganzen Situation einfach noch mehr Tiefe gibt. Die meisten Softwarewaffen, die benutzt wurden, sind in meinem Fundus. Ich habe dafür extra Requisitenwaffen, umgebaute Softwarewaffen sozusagen, mir zusammengesucht, damit ich halt in diesem Bereich jetzt auch arbeiten kann. Was ich jetzt halt auch gerade in dem Film die Bielefeld-Verschwörung, der jetzt in dem nächsten Jahr sozusagen gedreht wird, machen werde. Das heißt, dort übernehme ich Requisite zum Teil und das FX-Make-up, was ja schon eine ganz große und schöne Sache eigentlich ist. Zurzeit drehe ich halt ein Musikvideo in der JVA Herford. Dort war ein Wettbewerb und die besten drei Sänger haben auf einen oder Rapper haben halt auf einen Beat ein Lied zusammengesetzt. Was wir jetzt mit einer Jugendgruppe direkt aus der JVA in 2 Tagen umgesetzt haben oder umsetzen. Die ganze Sache ist in Zusammenarbeit mit Mango Jerry entstanden und wird auch auf seiner aktuellen Single, auf seinem nächsten Album sozusagen erscheinen. Das ist schon recht schön. Ansonsten bewerbe ich mich halt gerade für die Fachhochschulen. Das heißt, ich bearbeite im Bereich Fotografie und Film intensiv jetzt an ein, zwei, drei oder mehreren Mappen sozusagen. Drehe zurzeit ein Kurzfilm, Thriller über eine Agentin, wo halt dort wird in der meisten Zeit halt nachts gedreht und ich versuche halt diese düstere Stimmung Bielefelds, die nachts auftreten kann, aber in Verbindung mit den Lichtern wiederzuspiegeln. Es hat mich gefreut halt, auch mal wieder was für den Kanal 21 hier zu liefern.
Ich wünsche auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg, viel Spaß euch allen und einen schönen Abend noch.